So, liebe Handballfans, liebe Frischau-Fans, auch zu Hause, ja, an den Endgeräten auf Facebook. Herzlich willkommen zum Pressegespräch vor dem Heimspiel von Frisch auf Göppingen gegen Leipzig. Am Donnerstagabend wird gespielt in der EWS Arena um 19 Uhr. Herr Pack, Cheftrainer, ist da. Natürlich auch sportliche Leiter, Christian Schöne. Wir müssen natürlich, bevor wir auf Leipzig kommen, schon nochmal kurz zurückblicken auf das letzte Spiel. Haben Sie schon verdaut? Den Ausflug, die Ausfahrt, das Spiel in Berlin. Es war schon heftig, an der Grenze zur Peinlichkeit, zum Debakel. Das war schon die aus meiner Empfindung heraus schmerzlichste, enttäuschendste Auftritt, den ich jetzt bisher hier miterleben musste. Gibt viele Ansatzpunkte, das zu analysieren. Ich würde einmal sagen, dass der Gegner uns schon im Vorspiel, gerade was unsere Abwehr, Gegenwehr anging, hier vorgeführt hat, 38 Tore hier zu Hause gegen uns gemacht hat. Und ähnlich war es jetzt in dem Spiel, dass wir in der Abwehr keinerlei Zugriff gefunden hatten. Wir hatten natürlich auch große Besetzungsprobleme, dass gerade ein Tim Kneule auch so als Zweikampfspieler, als Spieler, der kaum einen Zweikampf verliert, gefehlt hat. Aber auch die Besetzung auf der linken Abwehrseite, wo dann Fontaine wegen seiner Handverletzung nicht spielen konnte, war ein Problem, egal wer da gespielt hat. Ja, und im Strich haben wir weder in der 6-0 noch in einer mit einer Spitze agierenden 5-1-Deckung irgendwelche Widerstand geleistet, dass der Gegner da im Angriff dann ein paar Probleme bekommen hätte. Und es gab dadurch natürlich kaum Tempospiel. Wir haben ein Kontertor gemacht. Das ist mit Abstand die schlechteste Tempospiel-Umschaltquote, die wir jemals hatten. Und im Angriff war egal, ob wir da 6 gegen 6 mit drei oder zwei, drei Rückraumspielern gespielt haben, mit zwei Rückraum und zwei Kreis. Auch ob man dann 7 gegen 6 gespielt haben, hat einerseits vor allem, oder hat vor allem die Klasse im Abschluss gefehlt. Wir haben 20 Fehlwürfe in dem Spiel, davon alleine in der ersten Halbzeit, glaube ich, 14, knapp 10 oder um die 10 technische Fehler, sodass das eine unterirdische Vorstellung auch im Angriff war. Und Erklärung, wie gesagt, ist schwierig. Die Mannschaft hat eigentlich im Training trotz der Personalprobleme einen guten Eindruck gemacht. Aber wie so oft ist die Motivation in der Situation, wo wir bei einem Spitzenteam dann auswärts antreten, wo dann noch ein paar zu viele verletzte Spieler ausfallen, dann nicht ausreichend hoch, dass wir dann diese Defizite vom Kader her durch irgendwelche emotionale Qualität oder durch kämpferische Elemente, das ist dann vielleicht das Allerbedenklichste, was man abschließend resümieren muss. Und jetzt gilt es da zu reagieren und ganz, ganz anders im Heimspiel gegen Leipzig aufzutreten. Bevor wir darauf kommen, wie das angegangen wird, vielleicht auch ein Wort von dir noch, Christian, zum Spiel in Berlin. Ja, der Rolf hat es relativ treffend analysiert. Also wir haben sowohl im Angriff als auch in der Abwehr da natürlich eine sehr, sehr schwache Leistung gebracht. Und wenn man es dann in Zahlen, wie gesagt, ausdrückt, 20 Fehlwürfe, 10 technische Fehler bei 19 erzielten Toren, da wird es natürlich gerade auswärts und dann auch noch in Berlin schwer. Auch in der Abwehr war das eine ähnlich schwache Leistung wie im Hinspiel. Ist natürlich schon, oder gibt uns natürlich schon zu denken, dass wir jetzt gegen Berlin da zweimal klar unterlegen sind oder waren. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, gegen Berlin zu spielen und das dann besser zu machen. Das wird sich zeigen, ob wir das tatsächlich hinbekommen, beziehungsweise ob es nochmal zu dem Duell kommt. Aber natürlich können wir mit der Leistung nicht zufrieden sein, auch wenn wir da jetzt die Verletzungsprobleme natürlich haben. Wir müssen jetzt da sehen, wer im Laufe der Woche dann eben auch noch in den Kader zurückkehren kann, dass wir da am Donnerstag jetzt eine schlagkräftige Truppe haben. Und dann sollten wir jetzt, glaube ich, auch einen Haken an das Spiel machen und uns auf das Spiel gegen Leipzig konzentrieren. Machen wir sofort eine kurze Nachfrage, aber noch bei dir, weil du ja auch für den Nachwuchs hier zuständig bist. Die U17 hat gespielt, erstes Playoff-Duell, hat es mit 26 zu 19 gewonnen. Du warst Augenzeuge. Ich glaube, das ist der erfreuliche Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Genau, das war eine sehr, sehr positive Geschichte in Wetzlar. Wir hatten auch ca. 30 Fans da mit dabei und man muss sagen, die alte oder altehrwürdige Dudenhofener Halle war fest in Frischauf Hand und ähnlich wie in der Bundesliga sind wir da auch mit einigen Verletzungssorgen angetreten, aber was die Jungs dann da gezeigt haben an Einstellung, an Moral, an Kampfgeist, das war schon beeindruckend. Hat im Übrigen dann auch der Jochen Beppler als Jugendnationaltrainer dann so gesehen und anerkannt, dass die Jungs da eine Top-Leistung gebracht haben, auch unter den, wie gesagt, nicht ganz einfachen Voraussetzungen. Und jetzt hoffen wir natürlich auf das Rückspiel am Sonntag, dass wir da den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Ich kann nur alle Fans bitten und auch empfehlen, die Jungs zu unterstützen am Sonntag 16 Uhr in der EWS Arena. Das wird sicherlich nochmal ein heißes Duell. Wir werden sehen, wie sich die Verletzungssituation dann am Sonntag darstellt. Aber die Jungs, wie gesagt, haben eine große Motivation, ein großes Ziel vor Augen und möchten unbedingt einen Schritt weiterkommen. Und deswegen, wie gesagt, bitte ich um die Unterstützung am Sonntag 16 Uhr in der EWS Arena. Also Doppeltermin quasi, Sonntag können Sie sich schon vormerken, aber davor kommen Sie natürlich am Donnerstagabend um 19 Uhr, da geht es dann gegen Leipzig. Herr Brandt, wir haben es gerade auch vorhin schon wieder gehört, Verletzungsprobleme. Wie sieht es denn aus Richtung Leipzig? In der Tabelle ist es ja eigentlich nur ein Platz, der die beiden Teams drin, das sind aber auch 6 Punkte. Ja gut, ich schaue gerade hier auf den Zettel. Letztes Jahr war es am Saisonende, waren es 8 Punkte. Wenn wir am Donnerstag nicht verlieren, denke ich, spricht vieles dafür, dass wir den Unterschied oder den Abstand zu Leipzig zumindest in der Saisontabelle reduzieren können. Also von daher ist der Begriff 4-Punkte-Spiel natürlich ein bisschen abgenutzt. Aber wenn wir jetzt dann von -6 auf -4 das Ganze verringern können, ist natürlich das schon mal eine Chance, im Weltin noch einen möglichen Platz in der Tabelle zu klettern. Mit Platz 8, denke ich, wären wir besser platziert wie im letzten Jahr, hätten auch sicherlich von der Punktzahl her eine bessere Bilanz zum gleich vergleichbaren Zeitpunkt. Deswegen ist das jetzt gerade nach dem Berlin-Spiel, gerade auch vor dem EHF-Cup-Viertelfinal-Auswärtsspiel wichtig, dass wir hier mit einem sehr, sehr guten Gefühl oder mit einem guten Gefühl, und das hat man eigentlich immer nur, wenn man auch gewinnt, aus dem Spiel rausgehen. Und von daher nehmen wir uns schon viel für das Spiel vor. Wir haben ja am Sonntag Berlin gespielt, kamen dann abends spät zurück, hatten gestern dann ein Regenerationstraining, sodass ich jetzt überhaupt nicht irgendwie einschätzen kann, ob und wenn wer zurückkommen wird. Wir haben jetzt noch 2 Tage bis zum Spiel und hoffe einfach, dass im Laufe der Woche vielleicht doch der ein oder andere der Ausfälle zurückkommt und niemand Neues natürlich dazukommt. Das wäre natürlich schon sehr, sehr wichtig, aber ich denke, gerade im Heimspiel, solange wir hier 6-7 gesunde Feldspieler aufbieten können, muss immer nicht gejammert werden, muss kein Alibi gegeben werden oder darf man nicht irgendwelche Alibis schon im Vorhinein suchen, sondern einfach unserem treuen Publikum nach den vielen, vielen guten Heimauftritten, die wir seit Ende Dezember dann vor allem hatten, dass wir hier einfach diese Erfolgsserie zu Hause fortsetzen. Aber Leipzig, wie gesagt, ist ja nicht erst seit dann doch jetzt einige Nationalspieler bei ihnen vorhanden sind, die dann jetzt auch bei der EM dabei waren, ist einfach eine Mannschaft, die seit Jahren sehr, sehr gut gewachsen ist, die eine extreme Aggressivität im Spiel haben, und dass wir gerade in dem Bereich nicht nur auf Augenhöhe sein dürfen, sondern im Heimspiel müssen wir einfach von dieser kämpferisch-emotionalen Seite her an die Grenze gehen. Und das, denke ich, wird mal die Basis sein, um dann auch erfolgreich zu sein. Und noch kurz einen Satz wieder mal von dir, Christian. Wie siehst du die beiden Teams? Gerade haben wir gehört, man muss ja auf Augenhöhe sein. Es muss eine Reaktion kommen. Ja, absolut. Und zumal wir, wie gesagt, jetzt in dem Jahr 7 Heimspiele hatten, 7 gewonnen haben. Allein das ist ja Motivation genug, die Heimserie auszubauen. Die Leipziger sind sicherlich mit dem Verlauf ihrer Rückrunde nicht zufrieden. Und nichtsdestotrotz, wie der Rolf gesagt hat, eine gefährliche Mannschaft, die individuell sehr, sehr gut besetzt ist.
ja, aggressive und auch offensive Abwehr spielt, die dann die Gegner natürlich dann immer wieder auch vor Probleme stellt, die auch viel natürlich über die Einstellung, über den Kampf kommt. Und da müssen wir auf jeden Fall deutlich mehr dagegen halten, als wir das in Berlin gemacht haben. Und dann, glaube ich, besteht dann eben auch eine realistische Chance, die Heimserie auszubauen, und auch ein bisschen Selbstvertrauen natürlich mitzunehmen für das Spiel dann am Sonntag. Denn auch das wird sicherlich eine schwierige Aufgabe. Eine Chamberine Mannschaft auch mit einigen Spielern, die individuell dann eine entsprechend gute Klasse haben, aber die insgesamt auch ein gutes Team haben. Das heißt, es stehen hier innerhalb von 3 Tagen 2 schwierige und auch richtungsweisende Spiele vor uns. Für uns ist in der Bundesliga jedes Heimspiel extrem wichtig, aber auch natürlich mit dem Ziel, das Final Four in Magdeburg zu erreichen, zwei spannende und sehr, sehr wichtige Aufgaben für uns. Dankeschön. Soweit zunächst mal die Fragen von mir hier oben. Ich schaue in die Runde, ob es Fragen gibt. Ich denke schon. Nee, Herr Mayer. Rolf, wir haben ja jetzt, oder ihr habt die Situation, dass er mit Damgard, Kneule und auch Heimann 3 wichtige Spieler aus dem Rückraum in der Verletzung habt. Pfahl war angeschlagen, kaum wieder da, schon wieder angeschlagen. Fontaine gerade mal überwunden, dann schon wieder angeschlagen. Jetzt einfach vielleicht eine spitze Frage dazu. Wie stellst du dich denn dazu? Was sind das Verletzungen, die aus dem laufenden Spiel heraus passiert sind, sprich über den Kampf? Oder sind es Verschleißerscheinungen? Oder wie machst du dir Gedanken eventuell darüber, dass man solche Verletzungen schon in der Präventionsphase vielleicht abstellt, schon im Voraus, dass sie gar nicht entstehen? Wie ist denn da so eure oder deine Taktik? Gut, es war ja schon das große Problem in der Vergangenheit und vor allem dann eben auch in der Phase Oktober, November, Dezember, wo wir Riesenprobleme hatten mit auch Langzeitausfällen. Jetzt ist es so, dass man im Grunde genommen jeden Einzelfall anschauen muss. Bei Kneule, denke ich, um da anzufangen, ist der höchst belastete Spieler über die gesamte Saison. Der ist dann mit leichtem Ziehen im Hüftbereich oder Hüftbeinbereich ist er dann zur Nationalmannschaft gefahren und gleich in der ersten Belastung, in der ersten Trainingseinheit, hat er sich einen Faserriss zugezogen. Das ist, denke ich, eine Folge A von der hohen Belastung, B lange Anreise und bei uns, wie gesagt, hohe Belastung auch durch diese zusätzlichen Aufgaben. Wir hatten ja im Februar, März ein Programm, was wir schon mit einem fast vollen Kader absolvieren konnten, wo dann aber jetzt im Nachhinein vielleicht aus dieser Stressbelastung heraus sogenannte verzögerte Verletzungseffekte dann entstanden sind. Gut, bei Adrian Pfahl ist, wie gesagt, jetzt nachdem die Zehe 4,5 Monate oder der Kapselriss erst nach 4,5 Monaten die Kapsel wieder dicht war, sind dann Schulterprobleme aufgetreten. Das jetzt im Einzelnen zu ergründen, dass der nicht mehr 25, sondern 35 ist und nach so einer Verletzung eben doch eine längere Aufbauphase offensichtlich braucht, würde ich in dem Fall entgegnen. Bei Fontaine ist es eigentlich eine Kontaktverletzung im Spiel, wo er aufs Handgelenk gefallen ist, glücklicherweise aufs linke Handgelenk, hat damit aber natürlich das Problem, dass er in der Abwehr im Zentrum nicht Kontakt mit dem Gegner im härteren Kraftbereich oder mit härterem Kontakt aufnehmen kann, aber ist eine Spielverletzung. Und wenn man dann die letzten Jahre sieht, ist das eben auch ein Spieler, der in jedem Jahr oder in jeder Saison irgendwo mal zwischen 4 und 8 Wochen sein Problem hat. Das war in der Vorrunde auch schon so. Dann haben wir Sebastian Heimann, der ist, wie gesagt, schon nach 2, 3 Wochen nach Saisonbeginn mit einem gebrochenen Fuß ausgefallen. Den haben wir dann wirklich sehr behutsam, ich glaube, das war schon Anfang März, wo er dann 1, 2 Wochen im Training voll belastbar war, dann in dem ein oder anderen Spiel dann auch 20 Minuten, mal 15 Minuten haben spielen lassen und dann im dritten oder vierten Spiel kam dann bei ihm eben auch nochmal eine Spielverletzung hinzu, wo er nach dem Sprungwurf so blöd gelandet ist, dass das offensichtlich nicht funktionierende Gesamtsystem im unteren Extremitätenbereich, also sprich im Sprunggelenk und im Fußgelenk oder im Fußbereich, dass da dann eben ebenfalls eine Kapselverletzung jetzt schon seit knapp 3 Wochen da ist. Und jetzt habe ich nur noch Damgard. Gut, bei ihm kann ich jetzt, ist sicherlich eine Verletzung, der hat eine leichte Zerrung im Wadenbereich,
die jetzt Mitte letzter Woche entstanden ist. Und da gehe ich davon aus, dass das wirklich auch jetzt nicht mehr so lang geht. Also unterm Strich haben wir versucht, wie gesagt, gerade im Januar sehr viel konditionelle Basisdinge zu erledigen, die Konstitution, die Ausdauer zu verbessern. Und das hat auch dazu geführt, dass wir dann wirklich gut über diese schwere Zeit Februar, März gekommen sind. Dann aber eben doch, was dann auch am Programm abgelaufen ist, ist vielleicht eben auch für einen Kader in der Größe, wie wir ihn haben, auch für die Art der Spieler, was die Konstitution oder sagen wir mal Verletzungsrobustheit oder Verletzungsresistenz angeht, ein Grundproblem. Und wir müssen einfach dann auch in jedem Spiel Vollgas geben. Die Rhein-Neckar-Löwen haben auch sehr viele Spiele, aber die spielen eben zwei Drittel aller Spiele mit Abwehr und Konter und da können sich die Leistungsträger immer mal ein bisschen ausruhen, auch während dem Spiel, auch wenn sie 60 Minuten auf dem Platz stehen. Und deswegen sind diese 4, 5 Verletzungen jetzt natürlich schon ein Riesenproblem, kurzfristig gesehen. Und dass wir uns natürlich in dem Bereich ständig Gedanken machen, versuchen sowohl wissenschaftlich wie praktisch alle Dinge, die hier anzugehen sind, uns auch selbstkritisch zu hinterfragen, ist natürlich ganz selbstverständlich, aber auch bei der Spielerauswahl eben darauf schauen, dass wir eben bei entsprechender Neuverpflichtungsthematik immer auch ganz stark darauf gucken, wie die Verletzungshistorie oder die Verletzungsbiografie der Spieler ist, weil das ist aus meiner Erfahrung, die ist schon ein bisschen länger, ja, dauert schon ein bisschen länger, schon das zentrale Problem. Es gibt Spieler, mit denen kann man die unsinnigsten, unfunktionellsten Dinge machen, denen passiert nichts, und es gibt Spieler, macht man den ganzen Tag Ganggymnastik und dann verletzen sich beim Liegestütz auf der Matte. Und das ist eben ein Punkt, der bei der Personalauswahl ganz wichtig ist, dass wir schauen, dass wir taffe im Sinne von verletzungsrobusten Spielern versuchen, auch über die Dauer immer mehr hier in unseren Kader aufzunehmen. Du sagtest, dass jetzt natürlich eine gewisse Überbelastung, insbesondere bei Team Knäule, vorgeherrscht hat, weil er ja auch überall spielt, auf allen Positionen, das sehr gut macht, im Abwehr super spielt. So, und jetzt hat er ein leichtes Ziehen. Wäre es dann nicht besser gewesen, dass er vielleicht selber oder ihr gesagt hätte, nein, du fährst nicht zur Nationalmannschaft, so wie Schalke Schischum auch nicht zur Nationalmannschaft gefahren ist für diese beiden Spiele gegen Serbien der deutschen Nationalmannschaft? Oder war das jetzt vielleicht eine... Ich weiß nicht, wie war da die Einschätzung? Du sagtest, er war angeschlagen. Ja, angeschlagen, wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass er da davor jetzt nicht spielen konnte bei uns. Oder er hatte natürlich, wie gesagt, eine hohe Belastung. Aber außer, dass es kleinere Wehwehchen sind, die natürlich an der Tagesordnung sind, war es jetzt nicht so, dass das jetzt ein Risiko mal bei der Abreise von ihm dargestellt hat. Klar, die hohe Belastung war das Risiko, aber nicht, dass er schon verletzt hingefahren ist. Also es ist gerade jetzt... bei Sargo Schesum so gewesen, dass er von sich aus, denke ich, sich diese eine Woche freiere Zeit genommen hat oder auch Trainingszeit mit uns, die auch dann im Training zu einer sehr guten Entwicklung geführt hat, weil er jetzt ja auf der Mitte dann da auf einer neuen Position zumindest jetzt aktuell spielen muss. Und deswegen war das seine Entscheidung. Bei Knäule ist es ähnlich. Beim Sebastian Heimann zum Beispiel war es so, dass da auch eine Einladung kommen sollte. Ich weiß gar nicht, übernächste oder nächste Woche schon. Ich glaube, nächste Woche stand ich schon am Programm und da habe ich dann nach einem langen Gespräch mit dem André Haber, dem neuen Nationaltrainer, es dann zumindest geschafft, dass er dann in den Ersatzkader nur aufrückt und so wie es jetzt aussieht, dann eben auch diesen Lehrgang absagen muss. Also bei jungen Spielern, finde ich, sind wir da auch wirklich extrem in der Verantwortung. Ich finde, das sollten wir auch das letzte Wort haben. Bei Spielern, die jetzt über 30 sind, deren größter Traum jetzt im Fall von Knäule ist, an der WM 2019 in Deutschland die deutsche Mannschaft aufs Feld zu führen als Mittelmann. Dafür hat er sicherlich auch Chancen. Deswegen denke ich, dass wir da auch da ein bisschen das Gesamte sehen müssen, auch die Attraktivität unserer Mannschaft mit einem Spieler, der in der Nationalmannschaft spielt. Und dann eben ein Spieler wie Knäule, der Sport studiert hat, der erfahren ist, dann auch so eine Entscheidung natürlich selbst zu überlassen. Das, denke ich, ist schon angebracht. Dann wollte ich nochmal auf dieses oder auf diese Begrifflichkeit des Alibis eingehen. Du sagtest, wir dürfen jetzt keine Alibis mehr zulassen oder die dürfen nicht entstehen. Bist du denn der Meinung, dass deine Mannschaft oder gar einzelne Spieler Alibis suchen angesichts dieser Niederlage in Berlin? Da lässt sich das ja in Zusammenhang bringen. Also ich denke, unsere Spieler sind auch Menschen wie alle anderen Top- oder Profisportler, dass
dann diese hohe Belastung nicht spurlos an vielen vorbeigegangen ist, steht außer Frage. Dass es auch wieder menschlich ist, dass Spieler natürlich in Situationen, wo man so ein Viertelfinale vor Augen hat, dann in so einem Auswärtsspiel, wo dann eben so viele Probleme bestehen, da irgendwo unterschwellig, nicht bewusst, sondern unterschwellig, das vielleicht zum Alibi wird. Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber auch da bin ich als Trainer nicht allmächtig. Ich kann nicht ins Unterbewusste einbrechen oder eindringen und hier das Unterbewusste verändern. Aber ich würde schon sagen, dass wir, wie gesagt, schon eine Mannschaft haben, die mal grundsätzlich so, wie man in der Reitersprache sagt, die so hoch springt, wie das Pferd springt so hoch, wie es muss. Und das ist irgendwo eine Stärke, die jetzt gerade in den EHF-Spielen oder auch in Heimspielen gegen Top-Mannschaften ja schon nicht erst seit kurzem, sondern schon über einen längeren Zeitraum feststellbar ist. Aber im Alltag ist doch nicht ganz so einfach, offensichtlich ist diese 100%-Level eben Woche für Woche, Tag für Tag abzurufen. Aber es war, wie gesagt, schon so, dass wir mal angefangen von dem Hüttenberg-Spiel, in den letzten 15 Spielen, finde ich, immer nahezu am Optimum gespielt haben. Ich glaube, dass man da auch das realistisch bewerten muss, was bei uns das Optimum ist. Und deswegen sollten wir jetzt nicht nach einem wirklich sehr, sehr schlechten Spiel den Stab brechen, was in Frage stellen, sondern eben auf das, was oft schon beobachtbar ist, dass man dann eben jetzt die Mannschaft die Chance nutzt, sich 3-4 Tage nach diesem negativen Erlebnis dann den Frust von der Seele zu spielen. Schauen wir mal in die Runde. Gibt es keine weiteren? Also nicht zum Spiel, Leipzig? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir jetzt uns schon über das Spiel, das wichtige Spiel am Sonntag unterhalten dürfen sollen. Nachfrage okay, klar, gerne. Ist ja quasi Doppelspieltag, kann man so sagen. Also ich denke mal, das ist ja jetzt ein Spiel, das eines der wichtigsten der Saison sein wird, weil wenn man dort gut besteht in Chambéry, dann hat man hier bestimmt volles Haus in der Hohenstaufenhalle und dann der Einzug ins Final Four in Magdeburg ist ja sicherlich sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, dass über die Liga das internationale Geschäft wohl nicht mehr zu erreichen ist. Oder wie viel Bedeutung misst du diesem Spiel bei Rolf? Also wir machen ja hier diese Pressekonferenz hauptsächlich für unsere Fans. Deswegen würde ich mal von dieser goldenen Regel, dass man nur über das nächste Spiel nachdenkt, jetzt hier mal, die Spieler werden das ja nicht alles sehen, dass wir jetzt hier schon auch ein bisschen über Chambéry natürlich das eine oder andere äußern sollten. Also ich habe auch tatsächlich schon einen Schnitt fertig, den wir dann am Freitag präsentieren werden. Habe mehrere Spiele von Chambéry analysiert. Es ist so, dass sie eine typische französische Mannschaft sind mit einer unglaublichen Abwehrqualität, was Beinarbeit, Aggressivität, Wechsel von defensiven und offensiven Abwehrverhaltensweisen sind. Dass das schon, wie gesagt, ein Gegner ist, der jetzt auch im französischen Halbfinale vom Pokal am Wochenende erst in der Endphase gegen Paris unterlegen war. Das ging dann mit -6 aus, aber Paris ist eigentlich, wie gesagt, wahrscheinlich doch die hochkarätig besetzte und vielleicht auch beste Mannschaft, die derzeit auf dem Handballplaneten vorhanden ist. Und da haben sie, wie gesagt, sehr, sehr lange gut mitgehalten. Dann ist es ein Auswärtsspiel, wobei ich da so die Erfahrung gemacht habe, dass wir gerade im Europapokal auch auswärts vielleicht sogar im Schnitt bessere Auftritte gezeigt haben. Wir haben ja bisher alles gewonnen, aber es war auswärts noch ein Tick souveräner. Und haben da uns immer wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Und hier hoffe ich, wie gesagt, auf diese vorhin ja schon angesprochene maximale Motivation, in der maximale Leistungsmotiv in der Situation K.O.-Spiel, Europapokalspiel und dass wir hier an diese sehr gute Tradition einfach in der Lage sind anzuknüpfen und mit so einem Ergebnis dann nach Hause fahren, dass im Rückspiel wir alle Chancen haben, tatsächlich diesen Traum vom Final Four dann auch erreichen zu können. So, dann lassen wir es. Also sprich, diesen Ochser, den werdet ihr bestehen, dass er so hoch springt diesmal, wie sie sollen. Es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme, aber von meinem Bauchgefühl her vertraue ich hier schon so ein bisschen auf die
in der Vergangenheit sehr oft gezeigte Stärke in den tatsächlich ganz, ganz wichtigen Spielen dann eben auch die beste Leistung abzurufen. Und wenn wir unsere beste Leistung abrufen, zweimal allerdings müssen wir das ja, dann denke ich, sehe ich dann eine 60-40 Chance, immer vorausgesetzt beste Leistung, dass wir dann eben dieses Final Four dann auch tatsächlich schaffen können. So, dann belassen wir es dabei oder kommt noch eine Nachfrage? Zum Christian oder dürfen Gerne. Wir jetzt noch ein bisschen über Personal reden? Jetzt hat die Stuttgarter Nachrichten haben geschrieben, dass jetzt ein offizielles Angebot von Brest vorliegt für Krešimir Košina. Liegt das euch vor oder nur ihm? Also wir hatten ja jetzt auch 14 Tage Spielpause, deswegen war da ja relativ wenig Kommunikation, relativ wenig los. Ich kann aber sagen, dass in diesen 14 Tagen oder dass auch in diesen 14 Tagen bei uns kein offizielles Angebot eingegangen ist, weder aus Schaffhausen noch aus Brest. Von daher können wir das Thema hier relativ schnell beenden. Es gibt keinen neuen Stand das ist der aktuelle Stand, ja. Jetzt, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich gebe es zu, auch ich weiß nicht mal, alles ist mir entfallen. Dieser portugiesische Nationalspieler, steht ihr mit dem in Kontakt oder gab es da Kontakt oder ist das früher hätte man gesagt, eine Vision oder ein Gespenst der Presse, hätte früher der Charlie Friedrich immer gesagt, oder wie sieht es da aus? Also wir sind mit ihm nicht in Kontakt und wenn ich richtig informiert bin, ist er auch fast nicht mehr auf dem Markt. Ja, das ist schade. Ich denke immer, ist das immer. Wir sitzen hier, fragen immer, dann heißt es immer, die sind nicht mehr auf dem Markt. Das war bei Weiß so, bei Dominik Weiß, da hieß es plötzlich, der hat einen Vertrag, der ist auch nicht mehr auf dem Markt. Sucht er denn noch weiter? Jetzt mal abgesehen davon, ob jetzt Cheshum, das nehmen wir mal an, Cheshum und Košina würden jetzt ihre Verträge erfüllen müssen. Bleibt das, seht ihr da nochmal nach wie vor auf nach diesem Hidden Champion? Jetzt ist ja schon mal Sommerschlussverkauf vielleicht bald, dass sich da noch was tut? Ja, also selbstverständlich beobachten wir auch weiter den Markt, sonst würden wir unseren Job ja nicht machen. Nur, wie gesagt, also im Fall, den du angesprochen hast mit dem Gilberto Duarte, ist eben meine Information, dass er bereits woanders unterschrieben hat. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das eine belastbare Information ist, aber er ist für uns definitiv kein Kandidat, das kann ich sagen. Und darüber hinaus hatte Rolf oder ich ja auch des Öfteren ja betont, dass wenn es möglich ist, wir natürlich mit einem 15er-Kader gerne in die nächste Saison gehen möchten. Und dementsprechend beobachten wir natürlich auch den Markt, beziehungsweise sind da eben auch oder liegen uns da auch konkrete Namen vor, mit denen wir uns beschäftigen. Aber wie gesagt, Stand jetzt gibt es da noch nichts zu kommunizieren, aber natürlich sind wir da im Scouting momentan, beziehungsweise auch vereinzelt in Gesprächen, was den Kader für die kommende Saison anbetrifft. So, jetzt sehe ich ein zufriedenes Nicken. Jetzt haben wir alle Themenbereiche abgehakt. Dann bedanke ich mich bei den Herren. Ja, eine halbe Stunde ging es jetzt doch wieder. War eine ausgiebige Pressekonferenz. Wir laden nochmal herzlich ein. Donnerstag, wie gesagt, 19 Uhr Anpfiff in der EWS Arena gegen Leipzig. Und dann am Sonntag auf alle Fälle auch alle Frischau-Fans kommen. Stimmt's, Christian? Lohnt sich. Richtig. Die U17 spielt um 16 Uhr, richtig? 16 Uhr. Also, wie gesagt, Doppeltermin fürs Wochenende. Das war's. Tschüss.